Hallo, liebe Freunde der YouTuber. Ich bin's wieder, euer Ritter Kunibert mit einer neuen Folge Let's Play Pokémon Gold. Heute in einer etwas längeren Folge als beim letzten Mal. Ich habe schon Beschwerdebriefe bekommen, per Post, tatsächlich per Post, und eine viel zu hochwertige Marke war drauf. Es hat genau 2,40 Euro Porto demjenigen gekostet, wo man eigentlich bloß 65 Cent zahlen muss. Ja, genau, so heißt's. Genau. Und der hat dann geschrieben in seinem komischen Brieferl, dass ich die letzte Pokémon-Folge viel zu kurz gemacht habe. Und es soll angeblich unter 15 Minuten gewesen sein. Vielleicht stimmt es, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Diesmal ein bisschen länger. Heute auch mit dem Geheimnis, das ich beim letzten Mal vielleicht angeschnitten habe. Hat Professor Eich wirklich einen Doktortitel? Ich weiß es nicht. Schauen wir uns erstmal an, was der Typ hier sagt. Er wollte uns ein Ei geben. Eines seiner Eier. Nein. Doch, ein Ei von Professor Lind. Zahlt der weniger Eier, oder? Oder ist es eins, das überschüssig war? Ja, das nehme ich gern. So, geh weg. Hau ab. Zwei haben wir. Jetzt wollen wir ein Ei mehr haben. 2 Stunden genau. Und ein Orden. Das freut uns doch. Nein, nicht über... Hey, hey, halt. Oh. Oh, was ist denn da los? Hoffentlich ist es nicht ein Bock. Erzählt mal, wie ein Bug aussieht. So, gut. Okay, also wir haben letzte Folge angerissen. Wirklich angerissen. Dass Professor Lind womöglich, und Professor Eich, Professor ist, ohne einen Doktortitel zu haben. Geht es überhaupt? Fragt natürlich derjenige, der sich da nicht so gerade auskennt. Es geht tatsächlich. Man muss lediglich habilitiert sein, und ich glaube an der Eva, waren wir da schon drin, an der Eva, da brauchst du nicht immer habilitiert zu sein. Ein Pokémon, das du durch den Tausch erhalten hast, wird schneller wachsen, toll. Aber wenn du nicht im Besitz des passenden Ordens bist, gehören sie dir vielleicht nicht gut. Also vielleicht, ich sammle Pokémon, hast du einen Knofenso, möchtest du es sagen, Onix tauschen? Haben wir einen Knofenso? Ja. Haben wir einen Klo? Au, ich möchte gerne einen Onix haben. Ich möchte jetzt wirklich einen Onix haben. Jetzt muss ich mir einen Klofenso fangen. Okay, die Mission heißt nicht weitergehen, sondern ein Klofenso fangen. Ich gehe davon aus, dass Klofensos im Klofenso-Turm gibt. Muss man nochmal einen Klofenso-Turm rein. Also nochmal zur Sache. Das Evchen, das vergibt, glaube ich, die Lehrstühle auch ohne, dass man habilitiert ist. Aber da kann ich mich täuschen. Habilitation, für alle, die es nicht wissen, ist das nach dem Doktortitel. Da kann man auch nochmal rumkrebsen, forschen und so weiter. Steckt Y-Abwehr in die Tasche. Also wenn er dann nochmal ein paar so Forschungsarbeiten schreibt und viel publiziert und viel Lehre macht und bla bla bla, da kann man dann habilitieren und mit der Klofenso. Du bist denn, komm, lass mich doch in Ruhe. Wenn man dann habil ist, dann kann man Professor werden, aber nur dann, an der Uni. An der FH weiß ich das nicht. Jetzt kann das sein, dass der Professor Lind und Professor Eich an der EFA ist, also an der FH Alabastia oder Neubrookia. Das wäre doch eine Möglichkeit, oder? Dann wäre das ein Professor ohne Doktortitel. Und jetzt kommt tatsächlich kein Klofenso. Ich denke, dass es doch da ein Klofenso gibt, oder? Das kann aber nicht wahr sein. Ist lauter Ratzfratz. Gibt's hier kein Klofenso? Das wäre ja die Höhe. Na, ich möchte ihn nicht besiegen. Du bist mal Zkring, Ratzfratz. Zkring bist mal, hast gehört. Zkring! Also in Alabastia müsste es dann eine FH geben oder vielleicht in einer größeren Stadt in der Nähe von Alabastia, weil er will ja nicht jeden Tag 500 Kilometer fahren. Ich glaube, da gibt es kein Klofenso. Das ist nur ein Turm für die Klofensos. Vielleicht ist dieser Turm so hässlich entstellt, dass die Klofensos Angst gehabt haben und sich nicht in den Turm getraut haben. Okay, also hier gibt es kein Klofenso. Das habe ich gerade beschlossen für mich. Für meinen Teil habe ich beschlossen, hier gibt es kein Klofenso. Gut, nur mal zur FH-Theorie. Der Neu...
Hä? Seit wann gibt's denn hier Pokémon? Oh, und nur dazu so blöde Radfratz. Ich will euch nicht sehen. Haut's ab. Ich möchte euch wegkommen. Ihr blöden Ratten. Ich hetze euch den Rattenfänger von und zu Hamelburg auf den Schwanz. Ja. Aber wirklich. Also vielleicht hat Alabastia eine FH oder eine benachbarte Stadt, damit er nicht so weit fahren braucht, der Professor Eich. Das wäre ja möglich und dann könnte er nämlich wirklich an der FH unterrichten. Wenn man das Unterrichten nennen darf, kann, will. Also ganz überzeugt bin ich von der vom Lehrauftrag. Hey, hallo, bist du eine Trainer? Hast du gewonnen in dem Kampf gegen den Arenaleiter? Wer bist denn du? Bist du ein Nazi, der kein Deutsch kann? Ich glaube schon. Das ist der Kevin Großkreuz. Also Kevin Großkreuz ist kein Nazi, aber das ist so ein Proll. Der kann auch kein Deutsch. Kampf gegen den Arenaleiter, ja, ja. Oh, lala, sehr hübsch. Ah, jetzt weiß ich, was du bist. Du bist ein Franzose und kannst kein Haarspray sprechen. Sehr hübsch. Hallo, bist du ein Trainer? Hast du gewonnen in dem Kampf gegen den Arenaleiter? Oh lala, sehr hübsch. Ja, tatsächlich. Tatsächlich, das ist ein Franzose, wie ich das erkannt habe. Das ist ja faszinierend. Ich bin sehr intelligent, fällt mir gerade auf. Ich habe einen wackeligen Baum gesehen. Wenn du ihn berührst, windet er sich und tanzt. Das kann ja gar nicht sein. Unlogisch, unwissenschaftlich, unphysikalisch. Hey, zwei Damen. Uhu, wo bin ich denn hier reingeplatzt? Unempfögelchen. Sie verwendet der Name ihre Lieblingsspeise. Als Spitzname für ihr Pokémon, meine ich. Ah. Ich nenne mein Taubsi Erdbeere. Gut. Ich nenne mein Taubsi. Wie habe ich es denn genannt? Mein Taubsi. Mein Taubdu. Maika. Du bist mein Taubdu. Wo geht's denn da hin? Ich glaube, da geht's wieder raus. Da möchte man hin. Das ist die Route 36. Da sind wir richtig. Ein merkwürdiger Baum blockiert die Straße nach Ducati City. Bist du auch ein Androgyn? Seit sehe ich ja so viele androgyne Menschen. Ich wollte es ja schon fast in der vorvorletzten Folge ja sagen. Wegen diesem Baumes kann ich nicht einkaufen gehen. Man sollte etwas dagegen tun. Also ich sehe zurzeit so viele androgyne Menschen. Und ich weiß nicht, dich lasse ich einfach mal. Donatus, wer bist du? Ich bin Donatus vom Donnerstag. Hier bitte, das kannst du haben. Granitstein? Ja, weil heute ist nämlich Donnerstag. Ich nehme nämlich heute am Donnerstag auf. Granitstein in Itemtasche. Donatus, ein Pokémon, das Gesteinattacken benutzt, sollte diesen mit sich tragen. Geil, da brauche ich doch Onix. Weil der hat Gesteinsattacken. Ich brauche unbedingt Onix, fällt mir gerade auf. Und das ist tatsächlich der Baum, der wackelt. Krass. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Genau, ich sehe zurzeit so viele androgyne Menschen. Gestern habe ich im Supermarkt sogar einen transsexuellen Androgyn. Also, der war mehr transsexuell denn androgyn. Der war halt wirklich sie. Hat sich halt umgewandelt. Finde ich mega gut, weil dann ist man mit sich selbst im Reinen. Finde ich toll. Wenn das Menschen machen. Aber ich will jetzt nicht dagegen, ich will jetzt nichts Schlechtes dagegen sagen. Ich wollte bloß sagen, dass ich den im Supermarkt gesehen habe. Und das ist mir sofort aufgefallen. Und ist mir wieder in die Verkettung sämtlicher Ereignisse reingefallen, die mich heute sagen lassen, dass ich so viele androgyne Menschen sehe. Das ist doch Wahnsinn. Ja, ja, bla bla bla. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe versagt. Tatsächlich. Finde ich auch. Und wo geht's denn hier lang? Alfruinen, Nordeingang. Der Alf. Kennt jemand von euch den Alf? Metzger. Insider. Hast du dieses Merkwürm auf der Straße gesehen? Das könnte erklären, weshalb immer wenige Menschen die Alfruinen besuchen. Was sagst denn du? Fragst du dich nicht, wer so etwas tun sollte und warum? Hä? 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 Oh, mysteriös. Hier ist ein Eingang. Was sagst denn du da? Das ist bestimmt Archäologen. Willkommen in diesem Raum, ja. Dies sind verschiebbare Bodenplatten, die ein Pokémon darstellen, das von Menschen aus der Antike gemalt wurde. Verschiebe die Platten so, dass ein Bild entsteht. Recht findest du eine Beschreibung. Ja, gut, ich weiß, um was das für ein Rätsel ist. Ich bin da tagelang gehangen als Kind. Deswegen mache ich das jetzt noch nicht. Das machen wir erst, sagen wir, in den nächsten Folgen. Jetzt hole ich mir wirklich ein Clofenso. Ich möchte unbedingt dieses Onix. Ja, ja, ein Zeichen, bla bla bla. Also ich sehe zurzeit so viel androgyne Menschen. Ich weiß es auch nicht. Ich finde es interessant.
Ich bin ja für eine pluralistische Gesellschaft, für eine Gesellschaft, die auch androgyne Menschen liebt. Obstbaum, Antibeere, Antiparbeere. Also ich bin für jemanden, ich bin eine vielschichtige Gesellschaft. Ich mag das gern, wenn Leute Hermaphroditen sind. Ho, ho, ho. Bist du kein Trainer? Du besitzt einige gute Pokémon. Sie sind bestimmt Weg der vielen Kämpfe, die du mit ihnen bei Viola City... Aber ist gut. Das Training in der Arena muss von großem Nutzen gewesen sein. Nimm dies als Andenken an Viola City. Wundersaat. Geil, jetzt kriege ich sogar Items, mit denen ich... Mit denen ich meine Attacken pushen kann. Cooler. Hoffentlich Clofenso, bitte. Bitte, bitte Clofenso. Ich wünsche mir ein Clofenso. Oh, Radfratz, ich hasse dich. Ich würde jetzt gleich entfernen. Gut, dass wir dich im richtigen Spiel haben wir dich ja. Also im richtigen Spiel, sage ich. In unserem Team haben wir dich ja Lion T genannt. Nach dem Leona. Nach dem Lion T, der so viel Mordrohren bekommt. Ah! Oh, 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 was ist denn das? Ein Voltilam, das fangen wir uns, oder? Liebste Freunde, die YouTuber. Da habe ich echt voll Bock drauf. Konfusion. Machen wir mal. Uiuiui. Das war ein bisschen stark. Ich glaube, beim nächsten Mal muss ich Tackle einsetzen. Aber das ist geil. Das ist ein Elektro-Pokémon, soweit ich weiß. Das gefällt mir. Beinahe hätte ich es besiegt. Beinahe. Aber nein. Voltilam, sagen wir mal so, das schaut eher aus wie der Philipp Lahm. Klein und unscheinbar. Und ein bisschen linkisch. Nicht nur ein bisschen, schon gescheit linkisch. Immer hinterrücks den Kapitän abstechen, bis man selber mal der Kapitän ist und nicht mehr hinterrücks abgestochen werden kann. Ist das so? Aha. Für Voltilam gibt es einen Pokédex-Intra. Ja, den der mir jetzt auch. Die andere hat Erdbeere gesagt, wir nennen jetzt unsere Lieblingsspeise. Was ist unsere Lieblingsspeise? Unser YouTube-Wurm. Susi. Wir sind ja so tolle Sushi-Esser. Und weil wir aus, zumindest der Teil von uns aus China kommen und gegen China zum Sushi Susi sagen, aus welchem Grund auch immer, dann ist das jetzt Susi. Weil das ist unser Lieblingsessen, oder? Ist logisch, schlüssig. Ganz ideal, praktisch für einen Namen. Susi. Susi wurde auf Bills PC übertragen. Gut. So, jetzt hoffe ich, dass ein Clofenza mal kommt. Zur Not muss ich mein Smeppo hoch. Mein Smeckbo hochleveln. Ich habe dich hier bisher noch nie gesehen. Ist ja klar, ich bin noch nicht so weit gekommen, du Depp. Denkst also, du bist stark? Und wie? Vogelfänger. Trollolo. Nein, das ist der Teenager Julian. Teenager Nils, bäh. So ein blaues Kapperl da. Bist du etwa Schalke-Fan? Blau-Weiß. Schon wieder ein Ratzfratz. Wo gibt's denn hier Clofensos? Ich möchte endlich einen Clofenso fangen. Ich glaube, das nächste, was ich mache, außerhalb der Folge, ich schaue nach, wo es Clofensos gibt. Nachdem wir in dieser Folge ja schon den wichtigen Sachfall geklärt haben, ob Professor Eich wirklich ein Professor ist oder also ein Professor Doktor ist oder auch nur ein Professor. Könnte ja sein, dass er wirklich an dieser FH ist. So. Teenager setzt Zubat ein. Möchtest du dein Pokémon wechseln? Nein, weil Zubat ist, glaube ich, ein Fluggift-Pokémon, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Und Fluggift. Gift ist schwach gegen Konfusion. Ist doch geil, wie gut ich meine Attacken kenne. Ist sehr effektiv, da sagst du nichts mehr, gell? Blutsauger. Und Blutsauger ist eine Giftattacke gegen Insekten, ist schwach. Ist doch geil, oder? Wie ich das wieder weiß. Ich, Ritter Kuni, bin ja fast schon Pokémon-Spezialist. Ein Experte, ein Pokémon-Experte bin ich. Da Wahnsinn, schaut euch mal das so. Schaut euch mal das so, der ist ja fast schon im neuen Level. Der Teenager Teens. Der Teenager Teens. Wo geht's denn hier lang? Hier geht's ins Gras und da ist ein Ball. Pokéball. Trank. So. Steckt Trank in die Item-Tasche. Und unter dem Trank war ein Pokémon, das man nicht gesehen hat.
Das kann sogar hinhauen. Liebste Freunde YouTuber, ich kann mich erinnern, dass der Trank auf den Pokémon-Karten oder in späteren Editionen, ich weiß nicht wo genau, hatte auch so eine lila Farbe. Ja, gut, flüchtbar. Ich will ja nicht gegen euch kämpfen, ich will ja nicht so schnell aufsteigen, weil sonst ist das Let's Play schon bald zu Ende, weil es so unspannend ist. Aha, denke ich mir auch. Wie bitte? Kampf, ich telefoniere. Okay, aber mach schnell. Gut. Das ist die Göre, oder? Eine Picknickerin Annette. Schickt wen? Nidoran weiblich. Nidoran weiblich schickt's in den Kampf. Nein, wollte ich gar nicht. Ich wollte doch Dings ersetzen. Ach, ich dödel. Heuler. Er hat keine Wirkung, oder? Keine Ahnung. Jetzt muss ich tatsächlich Konfusion einsetzen gegen dich. Und dann fragen wir dich mal, ob du uns deine Nummer geben kannst, Picknickerin. Wow, es ist auch noch Gift. Ah, ah. Und jetzt steigt sie noch auf. Geil, oder? Die Annette, die nette Annette. Bitte, Annette, gib uns doch deine Telefonnummer. Weil dann können wir doch mal was ausmachen, oder? Ich hatte einen netten Plausch. Wow, du bist ein starker Gegner und ein ganz hübscher Kerl, Ritter Kunibert. Willst du mir deine Telefonnummer geben? Ich melde mich, wenn ich wieder mit dir kämpfe. Eher, ich würde es eher andersrum sagen. Du bist mal deine Telefonnummer, dann habe ich nämlich, sitze ich nämlich am längeren Hebel. Liebste Freunde YouTuber, lasst euch nie auf das ein. Nehmt immer ihr die Telefonnummer, weil dann könnt ihr bestimmen, wann ihr die Dame anruft oder nicht. Das ist wirklich taktisch viel, viel klüger. Und dann kann man noch immer variieren oder gar nicht anrufen. Aber nie die Telefonnummer einer Dame geben, weil dann warten wir ewig. Und am Schluss läuft es dann doch nicht und dann ist man enttäuscht. Da speichert Annettes Nummer, die nette Annette, die Picknickerin. Es ist ein Tipp von mir, vom Ritter Kunibert. Das sind immer die wertvollsten Tipps, falls ihr das noch nicht bemerkt habt. Hey, da gibt es einen Steg. Stegosaurus. Das sind bestimmt Fischtrainer. Ich möchte jetzt einmal Clufenso. Das kann der... Seht ihr, was ich sehe? Es ist ein Clufenso. Es ist ein Clufenso. Ein Clufenso. Freunde der Sonne, es ist ein Clufenso. Stellt euch vor, Clufenso. Du killst uns, Clufenso. Weil dann kaufen wir uns ein Onyx. Ein Tauschmanns. Nein! Wie ist das sehr effektiv? Ja, ist das Gift? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Einmal kommt und dann besiege ich es. Diese Folge dauert so lang, das verspreche ich euch, bis ich dieses Clufenso gefangen habe. Okay? Das ist ein Wort. Ein Mann, ein Wort. Oh, geh, verpiss dich. Oh, Entschuldigung. Das wollte ich natürlich nicht sagen. Bitte, liebe Freunde, das habt ihr jetzt gerade überhört. So, Clufenso. Bitte, Clufenso. Warum besiege ich denn das Clufenso? Habe ich denn nicht gewusst, dass das effektiv ist, die Konfusion? Bitte, dumm. Oh, jetzt kommt wieder dieses blöde Rollmopsige Susi. Ja, Susi ist auch Rollmopsig. Aufgewickelter Rollmops da. Kann ich aber nicht wahr sein. Ey, das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich sehr. Komm bitte. Mach bitte. Ja, endlich. Boah Gott, ich hab schon echt gerade gedacht, das ist sowas wie Suikune und Entei und Raikon. Dass das nur einmal kommt und dann nie wieder. So ein einmal. So ein One-Night-Stand-Pokémon, würde ich mal sagen. One-Night-Stand-Pokémon. Hoi. Weißt was? Spezialangriff steigt. Ich tue jetzt ein Pokémon wechseln, weil das ist mir zu riskant. Da gehe ich auf. Auf My Car. Und My Car tut mit dem Tackle des Clufenso schwächen. Weil das ist so blöd und setzt die ganze Zeit Wachstum ein, ohne anzugreifen. Siehst du nicht einmal jetzt? Auf geht's, Maika. Maika ist Attacke gegen dein Leben. Maika, du bist doch so blöd. Gott sei Dank ist nichts anderes als ein Wachstum, so wie es scheint. Boah, und jetzt fange ich das. Jetzt fange ich das und dann kaufe ich mir ein Onyx dafür. Und das machen wir noch in dieser Folge. Und in der nächsten Folge, dann geht's in den Allfrühen weiter. Geil, oder? So, wird ein neuer Eintrag im Pokémon Dix angelegt. Clufenso, blitzschnell nach Beute. Ja, klar.
Ja, möchte ich. Ein Spitznamen. Klofenso. Klofenso wurde auf Bills PC übertragen. Ist ja gut, oder? Mega. Jetzt gehe ich zurück, tausche das Onyx gegen das Klofenso oder das Klofenso gegen das Onyx von dem anderen und dann bin ich zufrieden, liebste Freunde der YouTuber. Oh oh. Was ist denn jetzt los? Jetzt hat es einen Leck gegeben. Hey, schon wieder. Ein Hoppspross. Will ich mir das fangen? Ich glaube schon. Ich probiere es nochmal mit Tackle. Nicht, dass man schon wieder stirbt. Weil dann machen wir in dieser Folge ja Synthese. Photosynthese. Nicht wirklich, das kann sich ja nur heilen. Und jetzt leckt es doch recht stark. Ich weiß nicht, an was das... Also liebste Freunde der YouTuber, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich mache jetzt schnell mal kurz Pause und dann versuche die Lecks da zu verhindern. Dann geht's weiter. Fertig. So, schauen wir mal, ob es jetzt geht. Die Lecks sind hoffentlich jetzt vorbei. Jetzt probieren wir es nochmal mit der Konfusion. Ich finde es krass, dass der sich heilen kann. Das ist ja ein Bazi. Platscher. Und bevor der sich heilen kann, würde ich... Ach komm, Attacke geht noch. Und? Ha! Nein, jetzt macht er wieder Synthese, der Depp. Der kruze Türk. Holt sich. Ich darf wieder Tackle machen und dann... Vielleicht kann er das bloß alle zweite Runden. Das kann aus. Floribori. Weißt was? Du kannst mir mal so richtig fett. Du darfst doch den nicht besiegen. Den wollte ich jetzt fangen. Alter. Soll ich was sagen? Floribori, ich hätte dich nicht so stark eingeschätzt. Und weil du mir jetzt gerade meine Tour vermasselt hast, rede ich nicht mehr mit dir. Keine Ahnung. Also, jetzt haben wir erstmal. Genau, jetzt weiß ich die gerechte Strafe für dich, Floribori. Ich wechsle dich auf Bills PC. Für alle, die es nicht wissen, Bills PC ist so das Lagerungssystem für Pokémon. Ablegen, Floribori, da. Smack mal. Weg mit dir. Klofenso mitnehmen. Ha, 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 ha. So. So. Gut, jetzt werden wir dich wechseln, Klofenso. Für ein Onyx. Und dann war es das eigentlich schon mit dieser Folge. So, wechselt mal. Ich sammle Pokémon. Hast du ein Klofenso? Möchtest du gegen meinen Onyx tauschen? Ja, komm, gib her. Klofenso weiblich. Ah, nur weiblich. Natürlich tauschen wir das dann. Benutzt das Gamelink-Kabel. Klofenso, OT, das ist der Originaltrainer. AAA, Identifikationsnummer. Bla 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 bla. Da ist er hier. Tobi. Mit seinem alten Gameboy, den ich auch mal gehabt habe. Oh oh. Klofenso gesendet an Tobi. Oh oh. Oh, 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 ich freue mich. Leb wohl, Onyx, ja, sagt Tobi. Und, Onyx, komm, geh her. Du schaust aber komisch aus. Du schaust eher aus wie ein Wurm und nicht wie ein Onyx. Und, aus der Kanalrohr kommt das Onyx raus. Kümmere ich dich gut um Onyx. Kann man dir auch einen Spitznamen geben? Oder hast du bereits einen Spitznamen? Ich glaube, es hat bereits einen Spitznamen. Schauen wir mal. Pokémon. Aron. Naja. Was hast du denn für ein Item, Aron? Nimm. Bitterbeere von Aron. Ah, genau, dem Aron geben wir jetzt ein Item. Gib. Dem geben wir jetzt Granitstein. Verstärkte Heilungsattacken. Genau. Dann haben wir jetzt ein starkes. Naja, Level 6. Ein starkes. Pokémon, ein starkes Gesteins-Pokémon. Das hätte man eigentlich fast im Kampf gegen Flug-Pokémon einsetzen können. Und gegen Normal-Pokémon. Das ist eigentlich voll stark. Das glaube ich behalte ich, weil in der dritten Arena sind glaube ich ganz viele Normal-Pokémon. Und ein Onyx als Gesteins-Pokémon wäre schon cool. Naja, okay. So viel dazu. Jetzt in dieser Folge haben wir schon ziemlich viel erlebt und viel geklärt.
Ich würde jetzt sagen, jetzt können wir sogar aufhören. Oder? Dann noch schnell ein bisschen heilen und dann sage ich Servus. Danke fürs Zusehen, ihr liebsten Freunde der YouTube-Burm. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch, Gott. Und immer schön liken, kommentieren, abonnieren, favorisieren. Bis zum nächsten Mal, euer YouTube-Bur Ritter Kunibert. Bussi, bussi.